Herzlich willkommen zu Folge 43 von der Bandersage 3. Ich bin's wieder, dein Simon. Es freut mich, dass du am Start bist. Und wir werden uns tatsächlich hier ins Getümmel stürzen nochmal. Das Angenehme ist durchaus. Sind keine Krasssteingegner mitgekommen. Ich werde hier das gleich unterbinden. Sehr schön, Grit. Ott, du bist einfach. Ich hätte so gern noch alle am Start, ne? Ein unschlagbares Team. Wir haben jetzt auch angenehmerweise das Absorbieren einfach. Aber wir haben kein Zeitlimit mehr, das ist ja schon mal komplett. Machen wir mal Rüstung weg, dass Mugger hoffentlich das nächste Mal irgendwas trifft. Nichts tun, ich muss das jetzt durchreiten. Was auch funktioniert. Ich will mich nicht davon reinstellen, ne? Läuft schon. Oh. Absorbieren.
Na komm. Sehr schön. Wir haben schon ein Schwein. Wir haben schon Glück. Kann man auf jeden Fall so benennen. Wir haben nichts mehr zu verlieren, also wir rücken vor. Aber wir hätten hier angreifen lassen können. So, dann ist ja wahrscheinlich ein One-Hit. Jupp. Tschüss. Okay, wir nehmen das alles mit und machen eine 8 Rüstung weg. Schlecht. Mit Schaden bitte. Sehr schön. Jetzt können wir nicht mit allen drei Wahl kämpfen. Nur noch den schnell rausnehmen. An der Stelle reicht das vielleicht schon? Mehr ist Schaden rausgeballert. Das lief erstaunlich gut jetzt, der Kampf. Es waren aber einfachere Gegner. Schwalbenschmuck haben bekommen. Und nochmal 26 ansehen. Die deformierten Monster jenseits des Lichts werden zunehmend aggressiver. Trotz des Sieges hat eure Stunde geschlagen. Wir haben etwas Zeit gewonnen, sagt Silva, aber wir können die Stellung nicht ewig halten. Wir werden uns bald zurückziehen müssen. Dann gehen wir zu den Häusern. Schwarzer Ruß steigt
aus klapprigen Unterständen auf und bereitet sich mit erschreckendem Tempo auf die großen Gebäude aus. Feuer! Bestätigen Schreie aus der Ferne. Geschieht ihnen recht, hörst du einen Wald sagen, der aus sicherer Entfernung zusieht. Dir wird klar, dass er von Rugas Loyalisten spricht, die versuchen, ihre Habseligkeiten vor einem Feuer zu retten, das sie wahrscheinlich selbst gelegt haben. Es werden ja nicht nur Leute von Rugas sein, ne? Da wird brennen die ganze Bude, die ganze Stadt, was noch übrig ist, nie. Das können wir nicht gebrauchen. Vielleicht finden wir dort auch nochmal. Also es ist natürlich, ne, wenn wir die angreifen, könnten wir vielleicht Habseligkeiten erbeuten. Aber machen wir nicht. Wir werden jetzt nicht in unseren letzten Stunden vor unserem Tod noch unsere Menschlichkeit verlieren. Unsere Werte vernachlässigen. Ein paar Mutige gesellen sich zu dir und bilden eine Eimerkette. Du bezweifelst, dass du es dir leisten kannst, dieses Wasser zu verlieren. Und schlimmer noch, ihr scheint keine großen Fortschritte zu machen. Die Feuer breiten sich weiter aus. Oh, nee. Ich glaube, dann ziehen wir uns lieber zurück. Dies liegt außerhalb deiner Kontrolle und allmählich lernst du, damit zu leben. Selbst Ruggers Männer geben auf, um ihre Verluste zu mindern. Entflammbare Trümmer werden aus der Bahn des Feuers gezogen. Schließlich brennt es herunter. Aber erst, als es schon ganze Straßenzüge vernichtet hat. Eine wütende Gruppe von Pferdebürdigen ist miteinander im Streit geraten. Du erkennst Kanari und Derdrio unter ihnen. Zu ihren Hufen liegen die Opfer der Auseinandersetzung. Kanari fuchtelt, droht mit dem Speer. Du bist nicht sicher, was den Konflikt diesmal ausgelöst hat und wer daran schuld ist. Wir schauen erstmal, was passiert ist. Widersprüchliche Geschichten erinnern alle daran, warum sie verärgert sind. Kanari schreit Derdrio laut in ihrer Muttersprache an, diese antwortet, indem sie ihren Dolch zieht. Kanari ist eine bessere Kämpferin als Derdrio und schleudert die Klinge zu. Die Menge gerät in Panik, Pferdebürdige trampeln jeden in ihrem Weg nieder, als sie eine Schneise durch die Menge schlagen unter den Leichen. Zurückbleiben befindet sich der Trio vergiftet durch ihre Klinge. Du findest nie heraus, was passiert ist. Ein Tag, ihr wollt mich verarschen, oder? Nicht mal einen ganzen Tag. Da müssen wir darauf hoffen, dass wir wieder irgendwie eine Cutscene schaffen. Rahm schwören, dass ihr aus den Augenwinkeln lauernde Gestalten sehen und das Flüstern verstorbener Familienmitglieder hören können. Wenn meine tote Mutter erscheint, mache ich hier und jetzt mit allem Schluss, knurrt Olli. Ragt empor wie Zähne aus dem Schlund des Hungerwolfs, singt Spar. Verschlingt die Tapferen und den hellen Schicksalsstern. Ein altes Lied aus der Zeit, bevor die Götter starben. Hassen, wenn man durch Säulen schlendert, die wie Zähne aufragen durch einen Wald aus Obsidian, der den großen schwarzen Götterstein umkranzt. Wenn meine tote Mutter erscheint, mache ich hier mit am Schluss. Alle ermutigen, sich zusammenzuschreiben. Solange nicht eure echten Mütter und Schwestern Speere auf uns schleudern, behaltet ihre Wahnvorstellungen besser für euch, drohst du. Die Raben sind nicht erfreut darüber, verstehen aber, was du meinst. Dünnes Eis.
Wo ist der verdammte Turm? War er das? Ganz rechts am Rand. We push on, despite hope being lost, along with Juno, to something black and heavy ahead. Did the Dredge build godstones of their own, or is there something else? And hope is not lost yet, Ivor. Das war Junos Stimme, ne? Du fährst den Satz zusammen, als du in deinem Kopf Junos Stimme hörst und ihre Hand leicht deine Schulter umfasst. Sie auch leise gut gemacht, du kannst mich absetzen. Manchmal holt die Anspannung selbst die Stärksten ein. Kein Schritt weiter, schreit Olli. Er drängt sich zu Juno durch. Du bist gestorben, kein Schritt weiter, bis du auspackst. Und zwar alles. Ein Chor beifälliger Stimmen hallt von den Säulen wieder. Juno lässt sich auf ihren Stab sinken. Sie sieht Eivind an, aber er blickt in die weite Ferne. Es wird alles gut, beginnt sie, zuckt aber zurück, als Ollis Speerspitze sie am Hals berührt. Keine Zaubertricks mehr, zischt Olli. Wir ermutigen Juno, glaube ich, Klarheit zu schaffen. Du hast recht, sagt Juno. Es ist an der Zeit, dass ihr alle Bescheid wisst. This will be more easily shown than told. The Valka were the first to discover a world within our world, the inner earth, with its own lands, people, and sun, a source of power far greater than our own. Ivand is the boss. The leader of the Valka, brilliant, born with a mind devouring itself. I studied in secret to heal those wounds, and in time, we grew to love each other. But meddling with minds is forbidden, for reasons already clear to you. The council sentenced me to death. They agreed to spare Ivan the same fate. If I went willingly. So I did. When Ivan discovered what had happened, he carried my body to the Vite Tower. In his grief, he drained the Black Sun of its energy, hoping to restore my life. The sun fell from the sky, ripping chasms through both worlds. The serpent slithered out from its shattered egg, half-born, and the darkness within spread. I had become the new vessel for its power. When we reach the White Tower, and Ivan releases my energy, the sun will move again, and the darkness will return to where it belongs. Oh Mann, da müssen wir Juno quasi opfern. Aber deswegen stirbt sie auch nicht. Als Juno die Karawane aus ihrer Kontrolle entlässt, verblassen die Bilder. Eivind hat mich den ganzen Weg zurück nach Grathorn getragen, bis er nicht mehr weiter konnte. Dort haben uns die Harkons Krieger gefunden. Sie dachten verständlicherweise, ich wäre tot und ließen mich dort zurück. Eivind war am Leben gerade noch so, als er wieder zu sich kam, hatten ihn die Wahl schon fast bis nach Einertorf gebracht. Wir waren dabei. Als ich begriff, was passiert war, reiste ich per Schiff den Fluss hinab, um Eivind in Siegolm zu treffen. Was mir wegen der Abgründe, welche die Schlange aufgerissen hat, jedoch nicht gelang. Glaube, den Rest weißt du schon. Bin mir sicher, dass du viele Fragen hast, ich werde dir klare Antworten geben. Das Ganze reicht also zurück bis in die Zeit der Götter. Das könnte jetzt langwierig und kompliziert werden, ich werde es möglichst einfach halten.
Die Webmutter entdeckte als erste die Zauberwirkerei und schuf damit die Welt und alle Geschöpfe darin. Die anderen Wesen in diesem Bildteppich, andere Götter, reagierten auf ganz verschiedene Weise. Einige wollten lernen, Zauber zu wirken, sie nahmen die Wesen, die sie erschaffen hatten, und formten daraus Wahl- und Pferdebürdige. Ein Gott wurde eifersüchtig, er nahm einen die Menschen, formte Wüter aus ihnen, verbarg sie in der Welt, wo sie wachsen und die anderen Geschöpfe quälen sollten. Als die Webmutter davon hörte, geriet sie in fürchterlichen Zorn. Als sie die Macht der Schöpfung entdeckte, hatte sie, ohne es zu wollen, auch den Tod erschaffen und versehentlich den eifersüchtigen Gott im Zorn getötet. Die anderen Götter waren entsetzt. Sie hatten nie daran gedacht, dass sie einmal nicht mehr da sein können. Sie haben sich aus Angst gegeneinander gewandt, die Götter starben, ihre Geschöpfe lebten weiter. Die Valka waren die besonderen Günstlinge der Webmutter. Sie lehrte sie die Zauberwirkerei. Eivind, ich sind Nachfahren der ersten Menschen. Was hat die Schlange mit all dem zu tun? Ich gebe zu, dass auch ich bis vor kurzem unsicher war. Am einfachsten kann man sie sich als ein Ei vorstellen. Das Schlangenei wurde innerhalb dieser inneren Erde hergestellt. Eine schwarze Sonne, ein Spiegelbild der unseren. Darin sollte im Laufe der Zeit langsam eine Schlange wachsen. Sie sollte die Geschöpfe der Webmutter eines Tages verschlingen. Eine hinterhältige List, um ihnen insgeheim das Verderben zu bringen. Als die schwarze Sonne auf die Erde fiel, brach sie auf und die Schlange und ihre Macht quollen heraus, lange vor der Zeit. Alles, was im Moment passiert, ist auf kleinliche Streitereien zwischen den Göttern zurückzuführen. Eivind hat uns gewissermaßen unabsichtlich einen Gefallen getan. Wenn die Schlange auf volle Größe angewachsen wäre, immerhin, so wie die Dinge jetzt liegen, gibt es vielleicht eine Chance, es rückgängig zu machen. Lies im Moment nicht gerade über Dankbarkeit. Verständlich. Wenn die Brüder von der Valka gelernt haben, warum bekämpfen sie uns dann so erbittert? Die Steinsänger glauben, wir hätten sie verraten. Sehr früh erkannten wir, dass die schwarze Sonne eine viel größere Kraftquelle war als unsere eigene. Nach den großen Kriegen, als das Schlimmste überstanden war, dachten alle, die Valka hätten die Brüder vollkommen besiegt. In Wahrheit hatten wir ihnen Frieden angeboten. Als Gegenleistung für die Nutzung der Sonnenkraft zeigten wir ihnen, wie sie in ihrem eigenen Land gedeihen und ihr eigenes Volk vergrößern konnten. Ihr habt also die Steinsänger erschaffen? In gewisser Weise. Wir haben nur Wissen miteinander geteilt. Wie viel Einfluss man ausüben soll, ist schon immer eine schwierige Frage gewesen. Aber jetzt glauben sie, wir hätten diese Zerstörung mit Absicht verursacht. Sie denken, dass wir sie vernichten wollen, deshalb schlagen sie zurück, wie es wohl jeder machen würde. Sie sind außer sich vor Angst und wollen nicht zuhören. Wir haben sie genauso enttäuscht wie alle anderen. So viel jetzt erstmal zu der Geschichtsstunde mehr oder weniger mit Juno, nachdem wir jetzt alles erfahren haben. Ich habe mir sowas Ähnliches irgendwie gedacht mit der Liebe zwischen den beiden. Aber ja, in der nächsten Folge schauen wir dann, wie es weitergeht und ob wir Oberon noch retten können. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.